Wednesday. Also ich zeige euch einfach, wie ich mich für die manchen Zeit fertig mache. Und wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier unten könnt ihr mich abonnieren. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Achso, wundert euch nicht, wenn ihr euch fragt, was ich hier habe. Ich habe mich mit meinem Wirbelstab verbrannt und es hat dann gejuckt und dann habe ich mich gekratzt, wisst ihr. Und jetzt ist das ein bisschen rot und so. Aber... ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht mehr so lange um den heißen Brei herum und ich fange direkt mit dem Look an. Ich hoffe, euch gefällt es. Viel Spaß! Also ich fange mit dem Make-up an und das Wichtigste, was ihr für das Make-up braucht, ist ein Topf, wo eure ganze Schminke reinpasst. So, dann nehmt ihr eure Feuchtigkeitscreme, tut sie in den Topf rein, eure ganzen Pinsel, Highlighter, Contouring, Puder, Lidschatten, noch mehr Pinsel, Schwamm, Concealer, noch mehr Concealer, Make-up, ganz viel Wimperntusche und alles, was ihr habt. So, das sind die perfekten Voraussetzungen für euer Valentinstag-Make-up. Wenn alles hier drin ist, was ihr braucht, dann macht ihr einfach Folgendes. Und zwar, fertig, das war's. Okay Leute, ich würde sagen, das Make-up ist richtig ordentlich, sitzt alles perfekt. Und jetzt kommen wir direkt schon zu den Haaren. Dann nehmt ihr euch einfach so ein schlauer Haargummi, packt eure Haare, irgendwie, scheißegal, Hauptsache euch nerven die Haare nicht im Gesicht. Dann wickelt ihr das ein paar Mal drumherum. So, und ich würde sagen, es sitzt einfach perfekt. Probiert gar nicht so viel mit den Haaren rum, wickelt das Haargummi einfach ein, zweimal rum und dann ist das Ding drin. Jetzt ist Make-up fertig und die Haare sind fertig. Outfit ist eigentlich auch ganz gut, aber irgendwie ist die Jeans viel zu eng und das Oberteil auch viel zu eng. Irgendwie brauche ich was anderes, deswegen ziehe ich mich jetzt einfach mal kurz um. Okay Leute, ich habe mir jetzt ein Oversize-T-Shirt angezogen. Zieht euch auch einfach so irgendwas Lappriges an, scheißegal welche Farbe, ob hell oder dunkel. Hauptsache es ist groß, ihr fühlt euch frei, ihr könnt euch schön, arg gut bewegen. Am besten zieht ihr noch ein T-Shirt von eurem Freund an. Ich habe jetzt ein T-Shirt von Benji an. Dann zückt ihr eure Jogginghose, zieht die euch auch noch an. Und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig mit dem Outfit. Also Leute, das ist mein Valentinstag-Look. Aber irgendwie stört mich noch was an meinem Make-up. Ey, werf mir mal die Abstimmtücher rüber. Perfekt. Also ich bin jetzt abgeschminkt. Voll clean, ich habe einen Gammeldurt, Jogginghose an. Ich fühle mich einfach wohl, ich fühle mich sauber und alles schön, nichts klebt, nichts hängt, alles ist perfekt. Und am Ende des Tages muss euch euer Valentinstag-Date, euer Freund, euer Verlobter, euer was weiß ich wer, euer Bruder, eure Pizza, eure beste Freundin auch so lieben, wie ihr seid. So wurdet ihr geboren. Jeder soll euch einfach so akzeptieren, wie ihr euch wohlfühlt, auch wenn ihr nicht geschminkt seid, auch wenn ihr nicht gestylt seid. Ihr seid als Mensch so schön, euer Charakter. Und das wollte ich einfach mit diesem Video sagen. Ich hoffe, die Message, die ich euch rüberbringen wollte, damit ist angekommen. Das ist für mich der perfekte Valentinstag-Look. Aber Leute, schminkt euch so viel ihr wollt, wenn es euch gefällt, wenn es euch Spaß macht. Ihr sollt euch einfach wohlfühlen, das wollte ich mit dem Video euch rüberbringen. Ich wünsche euch in 2 Tagen dann einen schönen Valentinstag. Lasst euch beschenken, beschenkt andere, macht anderen eine Freude, lasst euch eine Freude machen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Habt einen schönen Tag. Ich bin raus, eure Marci. Tut ihr euren Kopf in den Topf rein, nee. Marcia. So? Okay, ich lasse es jetzt so gehen. Okay. Ja. Nein, ich hau mich einfach in die Fresse. Den Skelett an. Ja, klar, aber cool. Läuft gemacht. Ja, leider. Wenn ich dir was in die Fresse hau, kommt es viel besser. Weißt du's? Find's. Wow! Oha! Versuch gar nicht so viel.
Ich bin jetzt so leid. Warte kurz. Au, au, au. Warte, warte, warte. Oh, scheiße, ich bin schön. Warum? Weil der Spiegel Scherben gemacht hat. Ach, warte, nicht abnutschen. Will nur nicht. Der Scherben dran sind, du voll der. Hier kommt zu, ich meine, wo?